Anna Ermakova, 23, verlässt Deutschland. Was für turbulente Monate liegen hinter der talentierten Tochter von Boris Becker, 55? Seit Februar hat sie Woche für Woche auf dem Tanzparkett von Let's Dance ihr Bestes gegeben. Und das mit vollem Erfolg, denn vergangenen Freitag wurde sie gemeinsam mit Valentin Lusin, 36, zur Dancing Queen 2023 gekürt. Jetzt ist es Zeit für Entspannung nach den intensiven Trainingswochen. Anna macht sich bereit für einen wohlverdienten Urlaub. Auf ihrem Instagram-Profil hat die 23-Jährige ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und ihre Pläne nach dem großen Sieg verraten. Ein paar Tage Urlaub, einfach schlafen und nichts tun, sagt Anna. Wo es genau hingeht, will die talentierte Beauty jedoch noch nicht verraten. Aber keine Sorge, sie wird schon bald zurück sein. Anna ist überwältigt von der Unterstützung, die sie hierzulande erfahren hat. Das hat ihr persönlich enorm geholfen, wie sie im Interview mit RTL verriet, vor Publikum und einer Jury zu tanzen und dabei so viele liebe Kommentare zu erhalten, hat mein Selbstbewusstsein enorm gestärkt. Sei dabei, wenn Anna Ermakova ihre wohlverdiente Auszeit genießt, und lade den Kanal jetzt ab, um nichts zu verpassen. Erfahre als Erster, wohin es sie in den Urlaub zieht, und bleibe auf dem Laufenden über ihre spannenden Zukunftspläne. Verpasse keine Neuigkeiten von der talentierten Dancing Queen 2023.